was ich das kann. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Tablet-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe Neues von Ukitel für euch. Es ist das Ukitel RT8 Tablet. Es ist auf jeden Fall ein Outdoor-Tablet, Freunde, wie man eigentlich auch sofort erkennen kann. Da spricht auch das Datenblatt Bände. Wir sehen aber hier neben dem massiven Gehäuse, dass so ein Griff hier wieder dabei ist. Ist im Übrigen hier, jetzt kann ich das Tablet praktisch in der Hand halten, wenn ich unterwegs bin. Und habe dann hier meine Informationen und habe dann halt noch eine Hand frei. Und das Tablet ist dabei aber sicher in meiner Hand. Und das ist auch absolut notwendig, denn die Outdoor-Tablets, die sind auch relativ schwer. Wir haben ein Gewicht von 996 Gramm. Das heißt, das Tablet, das wiegt wirklich fast ein Kilo. Bei einer Gerätestärke von 15,1 mm. Wie das zustande kommt, Freunde, ihr ahnt es schon. Wir haben einfach einen gigantischen Akku. Neben der Tatsache, dass das Tablet nach IP69K staub- und wasserdicht ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Schutz vor dem Eindringen von Staub und dem Eindringen von Wasser. Also es könnte getrost nicht nur in den Schlamm werfen, auch gerne in einen reißenden Fluss. Und der Akku misst 20.000 mAh. Und das ist auch für ein Tablet wirklich üppig. Kann dabei mit 33 Watt Kabel gebunden geladen werden. Wir haben 4 Lautsprecher. Das ist auch ungewöhnlich. Das Display ist ein 11 Zoll großes Display. Also ein bisschen größer als was wir gewohnt sind. Löst mit 1920x1200 Pixel auf. Wir kommen auf 205 ppi. Das ist ein 90 Hertz Panel. Immerhin 50% schneller als das Standard Display. Wir haben eine typische Helligkeit von 500 Nits. Messen wir nachher noch aus. Und Corning Gorilla Glass 5. Auch das ist eher ungewöhnlich. Wenn schon Corning Gorilla Glas verbaut wird, was auch tatsächlich bei Outdoor-Smartphones gerade im unteren Preisbereich nur selten der Fall ist, dann ist häufig ein älteres Corning Gorilla Glas meist 3. Eine Display-Schutzfolie ist natürlich auch schon dabei. Die ist natürlich blasenfrei aufgetragen. Als SoC wird der Helio G99 verbaut, dem zur Seite stehen 6 GB Arbeitsspeicher. Ja, da steht wieder 12 GB Arbeitsspeicher, weil 6 GB virtueller Arbeitsspeicher dazugerechnet wird. Aber 6 GB sind wirklich verbaut. Dazu kommen 256 GB Festspeicher. UMCP, das ist so UFS 2.2 in DDR4 so verbandelt. Wir können den Speicher erweitern mit bis zu 2 Terabyte. Die Frontkamera, die löst mit 32 Megapixel auf, kommt von Samsung. Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixel auf, kommt von Sony, ist die MX582. Wir haben eine Nachtsichtkamera, eine Sony MX350 mit 20 Megapixel und eine Makrokamera, wieder von Samsung. Und zwar mit 5 Megapixel. Wir haben Dual Wi-Fi 2,4 und 5 GHz AC, Bluetooth 5.1. Geladen wird über USB Typ C, dürfte klar sein. NFC ist auch mit dabei. Das Gehäuse erfüllt im Übrigen auch noch den Militärstandard 810H. Könnt ihr ja gerne nachgoogeln, was das bedeutet, weil es halt robuster ist, weil viel Material verbaut wurde, weil das Display tiefer ist als der Rahmen. Allerdings wird das vom Hersteller selber überprüft. Betriebstemperaturbereich liegt bei minus 45 Grad bis plus 75 Grad. Könnt ihr technisch gesehen also das Ding mit in eine Sauna nehmen. Das RT8 kann man derzeit bei Amazon bestellen und kostet 280 €. Gibt es in 2 verschiedenen Farben. Ich habe es hier in schwarz. Da werden allerdings nur die Akzente eingefärbt. Orange gibt es noch alternativ. Es handelt sich hierbei wirklich um ein relativ spezielles Tablet. Deshalb kann man das jetzt nicht rein am Datenblatt bewerten. Unabhängig davon, 8 GB Arbeitsspeicher wäre mir wirklich lieber gewesen. Als Betriebssystem läuft Android 13. Aber ihr habt schon gemerkt, das ist tatsächlich kein Gaming-Tablet oder Multimedia-Tablet. Das ist wirklich für die Arbeit gedacht und noch designt worden. Und es ist auch tatsächlich das erste Tablet, eben welches mit Corning Gorilla Glass 5 ausgestattet ist, welches ich hier teste. Im Lieferumfang befindet sich dann hier noch ein Schraubenzieher, denn der Griff muss erstmal angeschraubt werden. Eine SIM-Nadel, ein USB-C auf USB-C-Daten bzw. Ladekabel und ein Ladegerät. USB-C mit 33 Watt. Das ist also alles dabei, was wir brauchen. Wie gesagt, Display-Schutzfolie ist schon drauf. Sieht man so gar nicht, eben weil sie sehr gut aufgetragen ist auf der Rückseite. Und da sehen wir hier, ja, das ist tatsächlich hier mit Metall befestigt worden, unser Band hier zum Halten. Ihr seht, das ist flexibel, passt sich also jeder Hand an. Hier das mächtige Kameramodul halte ich für ein bisschen für übertrieben in einem Tablet. Hier haben wir dann die Infrarot-LEDs, hier haben wir die normalen LEDs halt zum Ausleuchten und eben Hauptkamera, Makrokamera und die Nachtsichtkamera. Vom Design her, ja, ein ganz typisches Outdoor-Tablet. Was mir hier gefällt, das sind so diese orangenen Nähte. Und jetzt liegt das Tablet wirklich sehr, sehr sicher in meiner Hand. Das hier ist kein Case. Manchmal gibt es ja so ganz normale, zarte Multimedia-Tablets. Die werden bloß in eine Case gepackt und als Outdoor-Tablet verkauft. Das ist hier natürlich nicht der Fall. So, das Display haben wir jetzt hier mal auf maximale Helligkeit. Da wollen wir das mal so ein bisschen ausmessen. Und da sehen wir hier über 600 Lux. Für ein Tablet. Das ist schon ganz vernünftig. Wir sehen ja rechts, nimmt es ab. Also wir haben safe 10%. Ist halt LCD IPS. Das heißt, wir haben ja hier eine Hintergrundbeleuchtung. Aber die Helligkeitswerte, die sind für ein Tablet hier schon echt vernünftig. Und das ist für ein Outdoor-Tablet, ist das auch Pflichtprogramm. Und dann, ja, es ist ja auch noch 90 Hertz. Okay, brauchen wir vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Outdoor-Tablet. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Hier läuft natürlich alles smooth. Der G99, den kennen wir ja schon. Das ist eine solide Mittelklasse. Android 13 hier, ziemlich stockig. Das heißt, da wurde vom Hersteller eigentlich nichts gemacht. Die Apps, die ihr seht,
habe ich installiert. Ansonsten haben wir noch die Google Apps, aber wir werden hier mit Bloatware verschont. Hier sehen wir nochmal die Specs. Hier ist auch der Arbeitsspeicher dann korrekt angegeben. Gerade hier der Akku 20.000, das ist schon ziemlich krank, denn in der Regel haben Tablets natürlich eine deutlich schlechtere Laufzeit als Smartphones, eben weil man die in der Regel weniger verwendet. Hier habt ihr dann eben ein Tablet, da seid ihr dann nicht darauf angewiesen, ständig nachladen zu müssen. Memory Expansion, da könnt ihr im Übrigen dann den virtuellen Arbeitsspeicher hier mit einrichten. Ist aber Blödsinn, weil der interne Speicher deutend langsamer ist. Ansonsten, wie schon erwähnt, hier ziemlich pures Android. Wir können uns mal noch den Sicherheitsstand anschauen. Da sind wir mit 5. Januar 2024 dabei. In der Regel gewähren die kleineren Hersteller so ein Jahr Update-Support. DRM-Info ist kein Multimedia-Tablet. Aber trotzdem schauen wir mal nach. Wir haben hier Level 3. Also Streaming ist hier nicht in voller Auflösung möglich. Aber das ist wirklich kein Drama hier beim Outdoor-Tablet. Den G99, den kennen wir ja schon. Schauen wir uns trotzdem nochmal im Detail an. Hier knapp 400.000 Punkte mal Antutu 10. Ganz, ganz aktuelle Version. 722 im Single-Core und 2014 im Multicore von Geekbench 6. Also rein bezogen jetzt auf die CPU-Leistung, allgemeine Arbeitsleistung. 9.764 Punkte hier im Work 3.0 Performance-Test. Wie erwähnt, solide Mittelklasse. Lese- und Schreibtest von internen Speicher. Ja, Schreibtest hier ein bisschen langsam. Lesetest auf jeden Fall auch solide Mittelklasse. Also insgesamt hier als Arbeitstablet ganz vernünftig. Der PC Mark Battery Live-Test, der stürzt leider mal ab, wenn er so lange läuft, wie das auch hier der Fall war. Deshalb habe ich jetzt hier einfach mal nachgeschaut, wie lange lief denn der Test. Denkt dran, da ist natürlich ein bisschen Restakku übrig, in dem Falle 12%. Dennoch kommen wir hier auf 21 Stunden und 27 Minuten am Sonntag, und am Samstag rechnen wir hier nochmal 9 Stunden 40 Minuten drauf. Das heißt, wir haben ja solide 30 Stunden im PCMark Battery Life Test bei 100 Lux fest eingestellten Display, 50% maximale Lautstärke, und hatten auch 12% übrig. 30 Stunden für ein Tablet, das ist absolut insane. Also mit dem Tablet können wir ja safe 2-3 Tage arbeiten, ohne nachladen zu müssen. Absolut starker Wert. Die Kamera habe ich mir auch mal angeschaut, und ich muss sagen, für eine Tablet-Kamera, ihr wisst, dass ich in der Tablet eigentlich überhaupt gar keinen Wert auf die Kamera lege, und hier haben wir ja gleich 3, die performt eigentlich ganz gut. Wenn ihr also mal was fotografieren müsst, auch eben mit einem Tablet, weil aus Gründen rüber euer Smartphone nicht dabei habt, ja, geht. Man kann alles erkennen, wir haben eine vernünftig sichtbare Schärfe. Der Dynamikumfang ist für ein Tablet tatsächlich auch ganz gut. Ihr seht, dass der Himmel nur wenige ausgebrannte Stellen halt aufweist. Wir können in 2K Videoaufnahmen machen, die sind auch ganz vernünftig, aber leider nicht stabilisiert, weder optisch noch digital, aber man kann halt trotzdem Aufnahmen machen, wo man darauf alles erkennen kann, was man erkennen möchte. Mit einer ruhigen Hand geht das eigentlich auch klar. Frontkamera blende ich euch eh gleich ein. Hier haben wir natürlich noch zusätzlich die Nachtsichtkamera. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich wirklich das Final Release hier schon bekommen habe. Ich kriege die Geräte häufig vorab. Da sind also manchmal Prototypen, und die Nachtsichtkamera, die funktioniert hier nicht richtig. Das heißt, die Infrarot-LEDs, die springen nicht an. Ich werde auf jeden Fall Ukitel das mal so mitteilen. Ich gehe aber davon aus, dass es entweder inzwischen behoben wurde oder dass es eben nur bei meinem Modell der Fall ist. Wollte ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen. Das Kameraset ab hier, dafür, dass es eben ein Tablet ist, ist auf jeden Fall ganz vernünftig, ist es fähig. So, machen wir noch einen kleinen Test der Frontkamera. Wir können hier bei 1080p filmen. Stabilisiert ist der ganze Spaß nicht, kann man auch nicht digital zuschalten, aber so von der Vorschau her sieht das ganz vernünftig aus. Machen wir noch so einen kleinen Test der Mikrofone. Hallo, ihr Lütter! Das war Asphalt gewesen, läuft astrein, auch hohen Grafikeinstellungen. Und die Lautsprecher sind wirklich nicht schlecht. Die werden echt ziemlich laut. Qualität ist okay. Ich meine, was erwartet man? Das ist jetzt hier kein Gaming-Tablet. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Als Gaming-Tablet eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Der G99, der kann schon einiges. Wir haben hier 90 Hertz, das ist ein Riesending. Und der Akku, der ist halt massiv. Eingaben waren auch direkt gewesen. Asphalt hatte hier auch überhaupt gar keine Probleme gemacht. Sieht auch soweit ganz gut aus. Also, ja, wie heißt es nicht verkehrt, ne? Dass man, wenn man jetzt schon Himalaya besteigt. Ja, vielleicht nehmen wir ja auch das eine oder andere Game noch zurück. So, Freunde, das war's zu den Ukitel RT8. Ein recht spezielles Tablet, das muss man sagen, wie es ist. Aber ihr wisst nun hoffentlich Bescheid, wofür das Gerät am besten geeignet ist. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Kommt einfach bei Amazon bestellt. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar. Falls euch zu dem Tablet nichts einfällt, dann schreibt über das nicht enden wollenden hölzern erotische Thema Schuhschränke. Abonniert meinen Kanal, falls ihr neu hier seid. Jeder Support ist immer willkommen. Wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.